Hi Leute, ich hoffe euch geht's gut. Heute mal ein etwas anderes Video. Und zwar, ich habe vor kurzem ein paar Kindheitsfotos auf Instagram gepostet. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, aber ich habe einfach tausende Kinderfotos durchgeguckt, habe richtig in Erinnerungen gegraben und da kam mir so viel hoch und auch so viele Erinnerungen mit meinen Haaren. Ich habe dann was geschrieben und ihr alle habt drauf reagiert und da habe ich gedacht, ganz ehrlich, ich muss mal darüber reden. Wenn nicht nur ich so emotionale Erinnerungen habe. Es geht um unsere Haarpflege als Kinder, also die von mir und meiner Schwester. Ich habe jetzt zwei Schwestern, aber früher waren es nur sie und ich erstmal, als es um dieses Produkt ging. Ich zeige es euch jetzt einfach mal. Kennt ihr das noch? Pink Lotion. Oh mein Gott, ne? Diese Creme. Das war also mit das erste Produkt, was wir für unsere Haare benutzt haben, womit unsere Mama uns die Haare gekämmt hat. Sie damals als weiße Frau wusste ja nicht wirklich, was sie mit unseren Haaren anstellen soll. Keine Erfahrung gehabt und deswegen hat sie das Beste gemacht, was sie hätte tun können. Sie ist zum Afro-Shop gegangen, hat sich beraten lassen und da das natürlich damals der Shit war, wurde ihr Pink Lotion empfohlen. Letztendlich haben wir das jahrelang benutzt. Der Geruch ist für immer mit meiner Kindheit verbunden. Und ich dachte, wie witzig wäre das, wenn ich jetzt einfach mal meine Haare genauso wie früher kämme. Ich habe nicht schon immer 100% natürliche Produkte benutzt. Ich hatte meine Natural Hair Journey, da habe ich verschiedene Sachen gemacht. Pink Lotion war so die erste Phase. Danach bin ich von diesen Afro-Produkten weg. Dann kam die Phase mit Glätten, Relaxer, Ausdünnen, allen möglichen Drogerieprodukten, Friseurprodukten, bis ich dann wieder zu Afro-Haarprodukten zurückgekommen bin und von da aus dann weiter zu natürlichen Produkten. Also da ist eine ganze Story dahinter. Ich werde erstmal meine Haare waschen und zwar mit zwei Sachen, die wir auch früher benutzt haben. Und wie man sieht, das sind das genau die drei Klassiker. Organic Root Stimulator, das Olive Oil Shampoo. Von der Marke gab es damals auch den Relaxer, den wir dann danach benutzt haben. In der frühen Kindheit haben wir nicht relaxed, erst so als die Pubertät kam. Mein Gott, die Inhaltsstoffe, ne? Davon hatten wir früher diese riesigen Flaschen mit Shampoo, mit Conditioner und auch diese Hair-Mayonnaise, kennt ihr die? Und danach werde ich den Deep Conditioner von Palmers benutzen, auch Olive Oil. Schön günstig, aber ganz ehrlich, was da drin steckt, ist einfach, meine Gesundheit ist mir da mittlerweile einfach wichtiger. Aber für die Erinnerung, ich bin zum Afro-Shop und habe überlegt, gibt es die überhaupt noch so in der Originalversion? Immer noch da, das heißt, sie wird immer noch gekauft. Und ich bin dann zur Kasse. Die Verkäuferin hat mich darauf angesprochen. Wir haben ein bisschen über Pink Lotion gequatscht und ich meinte, ich benutze es eigentlich nicht mehr. Und sie meinte, ja, aber Pink Lotion ist super und die riecht so gut. Okay. Und dass die meisten Mischlinge das ja benutzen würden. Nur so kurz am Rande, das Wort Mischlinge. Ich habe es gestern meiner Schwester unter die Nase gehalten. Ich habe gesagt, mach die Augen zu, riech mal, was ist das? Und sie wusste es einfach sofort. Der Geruch. Oh Gott. Ich denke, die haben mittlerweile viel an der Rezeptur geändert. Der Geruch ist auf jeden Fall ein bisschen anders. Der war früher noch stärker. Oh, dieser Geruch, ne? Einfach. Wisst ihr, wonach das für mich riecht? Das riecht nach Ziepen am Kopf, nach Tränen und das riecht nach Blasen an den Händen von meiner Mutter für mich. Ja. Okay. Die ist auf jeden Fall flüssiger geworden. Die war früher viel, viel dicker. Aber sie ist immer noch so ölig. Wir haben immer danach gerochen. Mir hat sogar ein Mädel auf Instagram geschrieben, dass sich ein Lehrer mal über ihren Geruch beschwert hat. Unhöflich. Rude. Weißt du, wie oft mir sowas passiert ist? Zwar nicht mit Pink Lotion, aber später. Abi-Klausur, Englisch. Ich komme rein, war ein bisschen spät, deswegen hatte ich ganz vorne den Platz. Und sowieso, wenn man ganz vorne sitzt, hat man das Gefühl, alle gucken einen in den Rücken. Ich saß nicht gerne, da hat mich schon ein bisschen unwohl gefühlt. Dann kommt mein Lehrer rein, riecht so. It's a heavy cocoa smell in here. Und ich wusste einfach, das waren meine Haare. Entspannung war weg, ne? Ich war so nervös dann bei der Klausur, aber es ist gut gegangen. What we do here is go back, 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 back. Okay, ich habe jetzt meine Haare gewaschen mit dem Olive Oil Shampoo. Ja, der Geruch. Ich meine, die Düfte sind alle ein bisschen anders geworden, aber es hat schon echt an früher erinnert. Ich habe auch meinen kompletten Kopf damit schamponiert, also Ansatz und Spitzen alles. So haben wir es früher auch gemacht, weil ich meine, als Kind waren die Haare auch komplett dreckig vom Spielen und allem. Und ja, deswegen wurde auch alles schön geschrubbt und dann gab es immer schöne Schaumfrisuren. Und ich merke auch definitiv, meine Haare sind viel, viel dünner geworden, weniger kraus. Und ja, ich denke, da gab es früher auf jeden Fall viel mehr Arbeit. Das Shampoo hat früher zu viel mehr Knoten geführt als heute. Wie lange habe ich schon nicht mehr mit Sulfaten gewaschen? Es hat sich halt angefühlt wie You will now have the strength of your hair stripped away. So hat sich das angefühlt. Als nächstes Deep Conditioner. Aha. So sahen meine Haare definitiv früher nicht aus. Der Geruch, ne? Das ist der Geruch. Wenn ich es richtig original gemacht hätte, hätte ich mich jetzt in die Badewanne gesetzt.
Also ich muss sagen, früher war von Co-Washing und Shampoo mal weglassen, davon wussten wir noch nichts. Und deswegen wurde immer mit Shampoo gewaschen, was natürlich die Haare total austrocknet. Wir haben aber früher schon immer unsere Haare auch in der Badewanne gekämmt. Auf dem Weg von der Badewanne bis zum Sofa, wo wir dann gekämmt wurden, sind die Haare aber schon wieder getrocknet und wieder ein bisschen verknotet sogar. Vom Shampoo habe ich noch nicht mal die halbe Packung benutzt, aber den Deep Conditioner mache ich auf jeden Fall leer. Ja, wir haben früher ungefähr einmal die Woche oder sogar noch seltener unsere Haare gewaschen und hatten die eigentlich immer geflochten. Also Haare offen tragen ging nie. Vor allem als Kind achtest du ja überhaupt nicht drauf, deine Haare knotenfrei zu halten. Du wälzt dich überall rum, du spielst wie wild, du spielst auf dem Spielplatz, da kommt Sand in die Haare und deswegen ging das gar nicht. Am Waschtag kam dann richtig Dreck aus den Haaren raus, ehrlich. Das wird einem ja heute niemals mehr passieren, aber als Kind ist das einfach so, ne? Wie gesagt, du kommst mit Dreck in Berührung und das kommt natürlich auch in deine Haare. Und immer wenn wir dann Kopf runterhängend über der Badewanne gewaschen wurden, konnten wir sehen, wie der Dreck aus unseren Haaren rausfließt und das war immer so ein Highlight. Als Kind war man ungeduldig und wollte nicht allzu lange mit Haarewaschen beschäftigt sein, deswegen konnten wir auch nicht so super lange einwirken lassen. Deshalb lasse ich das jetzt auch nur 2 oder 3 Minuten einwirken und spüle es dann aus. Hier sind immerhin keine Sulfate und Parabene drin. Boah, der Geruch, ne? Riecht's hier stark? Riech mal. Ja. Kennst du den Geruch? Wonach riecht das für dich? Boah, weiß ich nicht, ja. Ich kenne das aber. Ihr hattet das auch zu Hause, ne? Mhm. Ich habe es letztens noch bei deiner Mama gesehen. Wie findest du, riecht das? Apfel. Apfel? Das sagst du jetzt deswegen, ne? Das sind aber Oliven. Ich weiß nicht, wonach das riecht. Ich weiß echt nicht. Apfel? Ich weiß nicht, wonach das. Das, kennst du das? Riech mal. Ich kenn's auch. Das sogar eher. Das hattet ihr auch zu Hause. Findest du das schön, wenn ich immer danach rieche? Das riecht angenehm. In Marokko riecht jeder so. In Marokko riecht jeder so? Jetzt denken alle, du kommst aus Marokko. Okay, der Deep Conditioner ist jetzt ausgespült. Ich muss sagen, beim Ausspülen haben sich meine Haare einfach hart angefühlt. Das sollten Haare nach einem Deep Conditioner nicht tun. Bevor ich jetzt loslege, lasse ich meine Haare auch noch ein bisschen im Handtuch antrocknen. Das war bei uns früher auch so. Wie gesagt, wir waren 2 Mädels. Meine Mama musste uns beide kämmen, direkt nacheinander. Und eine von uns musste noch ein bisschen warten. In der Zeit sind dann die Haare ein bisschen angetrocknet. Ich glaube, meine Schwester wurde in der Regel zuerst gekämmt, weil ihre Haare noch ein bisschen krauser waren als meine. Und dass deswegen echt eine Katastrophe gewesen wäre, bei ihr noch zu warten. Aber ich muss sagen, auch beim Benutzen habe ich gemerkt, meine Haare sind wirklich viel, viel dünner als früher. Sie sind weniger kraus. Ich kann es mir nicht genau erklären. Nicht, dass ich das absichtlich gemacht hätte, aber ich denke einfach, wenn man älter wird, Hormone, wie man seine Haare auch behandelt und pflegt, da verändert sich halt einfach viel. Um es richtig OG zu machen, habe ich mir auch wieder die Massagebürste hier gekauft. Die gab es früher nur im Afro-Shop, gibt es mittlerweile auch bei Rossmann. Wir hatten früher sogar die Bürste, die hier so noch so 2 Haken hatte, wo dann die Finger sozusagen drunter geklemmt waren. Und da hat meine Mutter immer Blasen bekommen, weil sie so viel gekämmt hat. Erstmal Mittelscheitel. 2 Zöpfe waren eigentlich immer meine Standardfrisur. Manchmal noch 1 Zopf hinten. Als wir noch super klein waren, haben wir uns auch immer richtig mit Frisuren ausgetobt. Dann gab es sowas wie die Antenne. Da waren dann ganz viele Haargummis hier übereinander gestapelt. Ganz viele kleine Knötchen. Ganz viele bunte Haargummis mit Perlen, ohne Perlen, mit Glitzer, ohne Glitzer. Jetzt kommt der Moment, der... Ich tränke meine Haare in Mineralöl und Parfüm und Farbstoffen. Meine Haare fühlen sich ein bisschen verknotet an. Ich glaube, das liegt am Shampoo und auch an dem Deep Conditioner, der irgendwie seinen Job nicht gemacht hat. Das hier wäre natürlich jetzt ein Traum gewesen, wenn das so einfach gegangen wäre früher. Wie gesagt, man kam echt nicht durch die Haare durch, ne? Es war alles voller Knoten. Ich frage mich, wie wir das hinbekommen haben. Wir hatten ja die Haare schon zu, aber es war alles voller Knoten. Früh gefreut. Ich weiß noch, manchmal war das so schlimm, dass wir die Knoten richtig rausschneiden mussten. Wie findet ihr das Geräusch? Das war auch immer die ultimative Drohung. Wir mussten stillhalten und wenn jetzt nicht stillgehalten wird, dann werden die Haare abgeschnitten. Das hat auch immer gewirkt. Und man muss sich mal überlegen, dass man wirklich Stunden da saß, um seine Haare zu kämmen.
Meistens hatte ich tiefe Zöpfe. Und natürlich schön stramm. Okay. Unten hatten wir oft diese Perlenhaargummis, die so richtig wehtun, wenn man loslässt. Dann gegen die Finger, die eh schon so gereizt waren. Das war immer das beste Gefühl, wenn ein Zopf fertig war. Irgendwie ist das gerade ein voll schönes Gefühl, selber mit Pink Lotion zu kämmen. Es hat echt lange gedauert, bis wir unsere Haare selber kämmen konnten, weil ja, das einfach so schwierig war. Und wir auch gesehen haben natürlich, wie hart das war für meine Mama. Haare waren einfach durch dieses Kämmen früher und durch diese vielen Unannehmlichkeiten keine Sache, mit der wir ein positives Verhältnis hatten. Also unsere Haare bedeuteten einfach Probleme. Und sie sahen natürlich auch nie so aus wie bei anderen. Allein die nicht offen tragen zu können. Alle konnten ihre Haare offen tragen, die hin und her wedeln, das war kein Problem, aber unsere Haare mussten halt immer zu sein. Und im Gegensatz zu den anderen hingen sie nicht runter, sondern standen hoch. Als Kind willst du ja eigentlich das machen können, was alle anderen machen. Ich weiß noch, dann beim Haarecamp durften wir manchmal mit den Haaren untertauchen in der Badewanne. Und dann hat man sich so ein bisschen wie so eine Meerjungfrau gefühlt, weil die Haare etwas so... Die waren dann so fließender, die standen nicht hoch. Schön lustig, ne? Was das so alles mit sich bringt. Deswegen halte ich Haarpflege oder zu wissen, wie man mit seinen Afro-Locken umgehen kann, egal ob man jetzt solche hat wie ich oder noch einen Ticken krauser. Das würden ja die meisten eher als Afro-Haare bezeichnen. Damit das ein ganz selbstverständlicher Teil vom Leben ist und man gar nicht erst in so einen Struggle vielleicht reinrutscht. Das Haare für einen Ärger und Schmerz und stundenlang stillsitzen und Knoten haben und weinen und ne, was es das für einen bedeutet, sondern dass man weiß, wie man mit denen umgehen kann und einfach Spaß hat mit seinen Haaren und nicht andere Kinder darum beneidet, dass die mit ihren Haaren gefühlt machen können, was sie wollen. Schwimmunterricht in der Schule. Tauch mal mit einem Kopf voller Pink Lotion unter. Um dich rum sieht's aus, als wäre ein Öltanker ausgelaufen. Aber ich bin echt dankbar, dass wir das zumindest hatten. Also wenn ich daran denke, dass viele noch nicht mal einen Afro-Shop in ihrer Stadt hatten oder überhaupt wussten, dass es Produkte gibt, speziell für Afro-Haare, da kann ich mich mit meiner Pink Lotion schon echt glücklich schätzen und das weiß ich auch. Ja, das Instagram-Bild, was ich gepostet hatte, hieß Pink Lotion in meinen Haaren und wahrscheinlich auch auf meiner Stirn, weil die ja überall hinkommt. Ich weiß noch, die Stirn war fettig, die Schultern waren fettig, der Nacken war fettig. Dadurch, dass das so fettig ist, gleitet man nicht wirklich durch die Haare, sondern man hat die ganze Zeit so einen Widerstand. So ein klebriges. Ich weiß schon, ihr werdet fragen, warum ich keine Pink Lotion mehr benutze und was daran schlecht ist, weil viele die heute noch benutzen. Pink Lotion besteht fast ausschließlich aus Mineralöl. Und Mineralöl steht im Verdacht, krebserzeugend zu sein, Ablagerungen in den Lymphknoten der Leber und der Milz zu verursachen. Dann gibt es da noch ein paar Inhaltsstoffe, die in der EU nur beschränkt erlaubt sind, in manchen Ländern sogar verboten, wie zum Beispiel Propylparaben. Andere Parabene sind hormonell störend. Andere Inhaltsstoffe beeinträchtigen die Fortpflanzungsfähigkeit, zum Beispiel Sodiumborate. Dann gibt es noch andere allergieauslösende, krebserregende, hautreizende Stoffe da drin, zum Beispiel Formaldehyd. Der Farbstoff, der die Pink Lotion so pink macht, der ist zum Beispiel auch krebserzeugend. Ganz viel chemisches Parfüm. Dann das Fett da drin ist, abgesehen vom Mineralöl natürlich, Lanolin, also Wollfett, das Fett von der Haut von Schafen. Das Problem mit Mineralöl ist nicht nur natürlich die Herstellung und Gewinnung, sage ich mal ökologisch gesehen, sondern Mineralöl hinterlässt auf der Haut und auch auf der Haaroberfläche eine Schicht, unter der die Haut nicht mehr richtig funktioniert. Das beeinträchtigt die Nährstoffaufnahme. Man muss sich vorstellen, man trägt immer wieder eine Schicht auf die Haare und die Kopfhaut auf und das Mineralöl ist leider so, dass sich das auf der Haaroberfläche absetzt und dann irgendwann undurchlässiger wird, sodass die Feuchtigkeit nicht mehr richtig in den Haarschaft einbringen kann. Eigentlich ist es dazu da, die Haare zu befeuchten und zu befetten. Im Endeffekt werden die Haare aber auf Dauer trockener, weil nicht mehr wirklich Wasser und Feuchtigkeit in den Haaren ankommen. Das sind so die Sachen, ne? Langzeiteffekte, daran muss man halt auch immer denken. Aber ich sollte jetzt nicht reden, ich habe das Zeug auf dem Kopf. Ich mache noch ein bisschen was obendrauf für den Slick-Rick-Effekt. Kein Babyhair glattlegen, kein Satintuch drum, nichts. Das haben wir früher auch nicht gemacht. Ich werde auch ohne Satintuch schlafen gehen. Nicht auf ein Satinkissen, sondern schön Baumwollkissen, schön hin und her rubbeln, wie ich es auch als Kind gemacht habe. Und morgen früh zeige ich euch dann das Ergebnis. Ey Leute, ich muss euch sagen, ich hatte früher wirklich Komplexe, mich bei Freunden zu Hause oder irgendwo im Auto oder auf dem Sofa oder so anzulehnen, weil mein Kopf immer einen Fettabdruck hinterlassen hat.
Überall waren die Fettschmieren. Immer wenn ich mich im Bus angelehnt habe, morgens zur Schule, hab ich dann gesehen, oh Gott, und dann war alles voll mit Fett. Auch Leute, wenn die deine Haare anfassen, immer so. Nächster Morgen. Ich würde sagen, wie erwartet, schön viel Frizz hier vorne. Und gestern ist mir aufgefallen, was ich früher immer erlebt habe, aber schon vergessen, vielleicht sogar verdrängt habe. Ich hatte echt Kopfschmerzen von diesen Haargummis hier. Die Zöpfe haben sich natürlich hochgezogen. An sich sehen sie ganz gut aus. Nicht so sehr mit Feuchtigkeit versorgt wie sonst. Ja, und das ist jetzt nur Tag 1. Das muss man sich mal vorstellen, wie das dann ist nach einer Woche oder sogar länger. Und wenn ich ganz ehrlich bin, war das wahrscheinlich sogar immer länger als eine Woche. Denn ich habe als Kind immer den Frizz hier genommen, wenn ich keine Lust auf Haare kämmen und Haare waschen hatte, und habe den einfach mit ganz vielen Klammern hier hochgesteckt. Und das ist der Unterschied zwischen Produkten und Frisuren, die für meine Haare funktionieren, und denen, die nicht wirklich funktionieren. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr so früher benutzt habt, ob ihr selber eure Haare gekämmt habt, ob das eure Mama gemacht hat oder vielleicht sogar euer Papa. Bei uns war es nicht so. Ja, lasst uns einfach mal quatschen. Wir sehen uns im nächsten Video. Ich freue mich drauf. Bis dahin, passt gut auf euch auf und wir sehen uns auf Instagram.